Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder ein Set mit Trockenblumen. Ich habe das auf Instagram gesehen, da hat jemand was gepostet und fand das für mich echt schön und habe das dann auch so geschrieben und mir wurde dann ein ganz hübsches Set zusammengestellt, um das zum Beispiel selber zu machen. Also ich versuche ja immer die Sachen, die ich zum Beispiel ganz hübsch finde, gerne selbst zu machen und habe dann, wie gesagt, von der Janina Thais. Ich verlinke euch auch gerne die Webseite von ihr und auch das Video, was halt dazugehört zu dem Video, letztendlich zu dem Set, weil sie da ein ganz tolles Anleitungsvideo auch zugemacht hat. Also ich werde da bei Weitem nicht rankommen. Ich will euch aber zeigen, dass auch Anfänger oder welche, die es nicht beruflich machen, ein wunderschönes Ergebnis hinbekommen. Und ihr seht schon, sie hat mir wirklich alles reingepackt, was dazugehört. Und das Material hat auch gut gereicht. Und dadurch war auch wieder top eingepackt. Also ich bin ja wirklich immer ein Fan von Unterstützung der kleinen Unternehmer. Also fragt gerne an, ob ihr da vielleicht das gleiche Set nochmal zusammengestellt bekommt. Und inwieweit das noch möglich ist, weiß ich nicht, welche Materialien sie jetzt da noch hat. Und dementsprechend ist es dann halt so ein bisschen Glückssache. Ich kann euch da kein Set jetzt direkt verlinken, sondern wirklich fragt dort gerne an. Ist ein ganz netter Kontakt immer und habe da schon mehrere Sachen. Ich habe auch für meine Nichte zum 18. Geburtstag was bestellt gehabt, weil ich das so wunderschön fand. Und dadurch keine Scheu im Zweifel anfragen. Vielleicht gibt es nicht mehr ganz genau die Materialien, vielleicht gibt es auch einfach eine andere Lösung. Und dementsprechend, ja. Zusätzlich zu den Materialien, die sie mitgeschickt hat, ist eine Schere, ist Klebstoff und ein Messer. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Klebepistole. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich tue mich so, so schwer. Entweder bin ich vielleicht zu langsam, was natürlich auch sein kann. Und aber gut. Das heißt, der erste Schritt wäre jetzt hier, dass man diesen Schaumstoff oder diese Steckmasse an dem Holzstück zusammenklebt. Ich habe es zuerst probiert mit der Heißklebefolie, Heißklebepistole. Und wie gesagt, das hat bei mir jetzt so nicht funktioniert, aber probiert es gerne aus, was für euch jetzt einfach am besten funktioniert. Wie gesagt, bei mir hat es jetzt nicht funktioniert, weil es einfach nicht gehalten hat. Aber das heißt nicht, dass es bei euch nicht funktioniert. Ne? Also bei mir, das wird so unglaublich schnell wieder hart. Und dadurch hält es einfach auch nicht so richtig. Aber ich habe so viele Klebemöglichkeiten mittlerweile zu Hause, dass ich halt da sehr schnell fündig geworden bin und das dann jetzt dann auch gut gehalten hat. Also dadurch habt keine Scheu und genau. Ich habe es dann, wie gesagt, mit einem anderen Kleber zusammengeklebt und habe dann aber mit dem Glas hat es funktioniert. Das Glas, was ja auch bei war, das heißt, da wird das so ein bisschen in die Steckmasse reingedrückt, damit das auch eine gute Halt hat da drinne. Und dann mit Heißkleber festkleben oder eben mit einem anderen Kleber. Auch das funktioniert sehr gut. Und dann wird diese Steckmasse so ein bisschen zurechtgeschnitten, wo das so ein bisschen abgerundet ist, damit nicht dieses Ganze wie so ein Kasten da liegt, sondern halt wirklich alles so ein bisschen abgerundet ist. Hat sich auch wirklich super schneiden lassen. Also da keine Sorge. Das bekommt ihr super hin. Ihr seht schon, da ist mein Struggle mit dem Versuch einer Heißklebepistole. Aber, also keine Scheu. Es ist wirklich, wirklich gut machbar. Auch das, diese ganze Steckmasse ist so angenehm zum Reinstecken. Man braucht nicht groß kämpfen. Und also für mich ging es wesentlich leichter. Und das hatte sowas Meditatives dann, das ganze Stecken. Weil da unten rechts, wie ihr da schon seht, da sind ja diese kleinen, die ich jetzt in der Hand habe, so kleine,
ja, wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht. So eine Stifte. Also alles so ein bisschen so die Enden von Pflanzen. Und es tut mir leid, wenn ich da fachlich komplett raus bin. Aber die habe ich dann auch laut Video. Wie gesagt, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und habe dann das rund ums Glas gemacht, damit so ein bisschen die Steckmasse auch angefangen wird zu verdecken. Ich fand es jetzt sehr angenehm vom Stecken her, weil ich halt wirklich einfach mal ganz kurz runtergekommen bin und das Ganze so schön reingesteckt habe. Und hat sich wirklich sehr, sehr leicht gemacht. Und ich habe sie dann zum Teil so ein bisschen zurechtgeschnitten, habe versucht, so nicht so eine akkurate Höhe zu haben. Das ist aber auch Geschmackssache, glaube ich. Und habe es dann eben halt geschaut, dass das wirklich gut abgedeckt ist, rundherum ums Glas. Dann habe ich mir die Ähren genommen dazu, also diese Kornähren, und habe mir da unten die ganzen Enden dazu genommen erstmal. Und die Enden dazu habe ich dann rund um die Steckmasse reingesteckt, damit dort halt auch so ein bisschen Halt auch später für die Blumen dann halt auch passiert. Und wie gesagt, die Steckmasse muss ja auch so ein Stück weit verdeckt werden. Und die Ähren nehmen wir dann später. Also hier wird alles verbraucht. Ich habe ja wirklich viel auch für mich jetzt dazugelernt, was man machen kann, wie man es machen kann, eben auch diese Enden. Ich habe früher mal gedacht, okay, die Enden muss ich wegschmeißen. Nein, muss ich gar nicht. Man kann die so toll auch nutzen, und um eben diese Steckmasse zu verdecken, gerade weil sowas stört ja dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt, dann sieht das nicht mehr ganz so schön aus, weil man die Steckmasse immer sieht. Und bei mir zum Endergebnis hin, es sind noch ein paar Lücken da, aber ich habe für mich jetzt auch entschieden, ich werde jetzt schauen, wenn ich immer mal, ich mache ja öfter was mit Trockenblumen und nehme dann halt auch mal bunte, also noch mehr bunte Farbtupfer, die ich dann damit reinmachen kann. Also da ist dann trotzdem noch die Möglichkeit, eben noch was dazu zu packen. Und genau, also wie gesagt, dieses die Enden werden da jetzt erstmal reingesteckt. Später bei den Ähren, so werden so ein bisschen oben ich nenne sie jetzt mal Federn, also oben diese ganzen dünnen Sachen werden dann abgeschnitten, beziehungsweise erstmal in Form geschnitten, und um dann halt so ein bisschen das Ganze mit diesem, was man jetzt abgeschnitten hat, wird dann halt oben auf die Steckmasse raufgelegt, damit man eben auch diese Steckmasse mit verdeckt. Ich weiß, ich wiederhole mich, es tut mir leid. Wie gesagt, wenn ihr das Video dann von der Janina Theis auch noch seht, dann werdet ihr mich verstehen, was ich damit meine. Und hab dann wirklich, wie gesagt, jede einzelne von diesen anderen Sorten in mein hübsches Nesthäkchen, so hat sie es halt auch betitelt, verbraucht. Vieles so ein Stück weit zurechtschneiden. Ich bin ja da auch immer noch nicht so erfahren. Ich habe zwar schon ein, zwei Kränzchen oder so gemacht, aber natürlich fehlt einem natürlich gerade, wenn man, ich wäre gerne mal in so einem Workshop, wo ich halt noch viel, viel, viel mehr lernen würde. Aber das sollte bisher noch nicht sein, aber es wird. Ihr seht, ich habe das gerade da oben rauf gemacht, und jetzt kommen so ein bisschen die Fahne, die Puschels, die dazugehören, und auch da habe ich immer so ein bisschen mir das Ganze zurechtgeschnitten. Zum Teil habe ich oben so ein bisschen abgeschnitten, dann unten ein bisschen was abgeschnitten, sodass das halt trotzdem aber immer so ein bisschen drauf achten, dass da immer noch so ein bisschen Stiel übrig bleibt, um das Ganze in die Steckmasse reinzubekommen. Wenn das zu weich ist von dem Ganzen, ich hatte jetzt manchmal auch Blätter, die haben nicht funktioniert, weil sie einfach zu weich waren, was aber auch okay war, dann haben sie halt nicht gepasst. Dann habe ich sie halt trotzdem zwischendrin noch so ein bisschen reingepackt. Ich habe einen Teil, habe ich jetzt immer mal wieder rausgeschnitten aus dem Video, weil das wäre sonst zu lang geworden. Ich habe 1,5 Stunden, glaube ich, gebraucht.
Was aber so was angenehm Ruhiges hat. Also nehmt euch die Zeit da auch und gönnt euch das einfach auch zu schauen, wie wollt ihr das gerne machen. Und genau. Falls euch das Video gefällt oder überhaupt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir einen Kommentar, im Zweifel auch sehr gerne. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich riesig drüber. Ich mache es ja nicht beruflich. Ich mache es einfach just for fun, um euch Dinge zu zeigen, was man so Tolles machen kann. Ich habe es durch Corona jetzt sehr lieben gelernt, dass ich da einfach Dinge mache und schaue, was funktioniert, wie funktioniert es am schönsten. Und also auch nach Corona kann sowas gerne weitergemacht werden. Und genau, ihr seht schon hier ganz viel von den Blumen. Jetzt kommen auch mehr Farbtupfer rein. Ich habe versucht, sie immer sehr gut zu verteilen um das Ganze. Man kann es aber eben auch zum Beispiel nur eine Seite so machen, die andere Seite so. Und es gibt da so viel Spielraum. Das ist alles Geschmackssache. Und ich liebe ja diesen, ich finde dieses Endergebnis einfach total schön. Also er steht bei mir, er wird da auch bleiben. Er ist jetzt auch für mich schon auch Frühling, wäre jetzt aber auch Sommer und Herbst. Also ich mag ja so eine neutralen Sachen. Ich habe auch ein, zwei Sachen, die ich gekauft habe und die sind auch sehr neutral. Die können immer dastehen. Und genau, und so langsam kommt das Ende. Und ihr werdet das Ergebnis bestimmt auch genauso lieben wie ich. Und wie gesagt, ich finde es jetzt schon total schön. Also, ja, also ich habe wirklich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch geschaut, wo kann ich vielleicht am besten das eine Blümchen oder das andere, vielleicht auch ein Stück weit die Steckmasse nochmal ein bisschen verstecken. Und das hat sich wirklich so, so schön gemacht. Ich hatte nicht zu viel, ich hatte auch nicht zu wenig. Und es hat komplett gereicht und war für mich jetzt auch überhaupt nicht, dass ich zu wenig jetzt hatte, dass ich jetzt nicht wusste, oh Gott, wie kriege ich jetzt die eine Ecke abgesteckt? Und hab's dann wirklich immer so ein bisschen nochmal rumgedreht, weil jetzt aktuell, wenn, ihr müsst euch das vorstellen, wenn ich da sitze, dann sehe ich zwar so einen kleinen Blickwinkel aus der Kamera, wie es auf der anderen Seite aussieht, aber ich muss es natürlich auch nochmal in Natura sehen und ich habe es nicht bereut. So, und als letztes ist dieses Fahren. Das hat sie auch direkt explizit gesagt gehabt, dass ich es als letztes machen soll. Ich habe es dann zumindest so geschaut, dass es halt trotzdem sehr, sehr schön zur Geltung kommt. Und im Übrigen das Saubermachen hatte so ein bisschen was in sich, aber das ging dann auch, weil ich eine schöne Unterlage hatte und dadurch passte das. Ja, und jetzt seht ihr gleich noch eine schöne Nahansicht von dem Ganzen und ein bisschen schön mit Licht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag und hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder und seid ganz lieb gegrüßt und bis bald wieder. Tschüss!